Okay, als nächstes könnte ich hier nochmal einen Konvoi auflösen. Was ich auch gerne mache, damit ich wieder neue Leute habe in einem kleinen Örtchen, das aus Unterwasser irre Scheiße. Und das war fast unauffällig. Entschuldigung, ich übernehme die Reinigung. Vielen Dank. Ihr seid ein guter Mann. Du hast es verdient. Geht, wohin ihr wollt. Macht viel Spaß. Hier wird mir noch einer als besonders interessant angezeigt. Dann werde ich es auch mal ausprobieren. Moment, klappt das ja so gut. Was? Ja. Ne bouge pas. Ja, tu m'as vu. Attaquez les deux côtés. Ich habe gerade noch gesehen, dass du Schlüssel machen wolltest. Ja, schön, dass man durch dieses Gebüsch so gut gucken kann. Und befreien. Danke euch. Keine Ursache. Kein Problem. Alle in den Techniken des Spiels drin. Jetzt ist er weg oder was? Das ist noch eine Option. Hier ist noch der Käfig. Waffenladen. Geh nochmal zur Option. Ich hoffe, ich habe genug Geld dabei. Ah, 5000. Nicht ein Kratzer dran. Bei 5000, da kann man nochmal was Waren kaufen. Ihr habt mich gerettet. Danke. Du weißt, es ist noch nicht vorbei. Sklavenfreund. Okay, ich würde sagen. Was ist das so? Lago Nord? Geht zu dem Aussichtspunkt hin und mal gucken, was da auf dem Weg noch alles kommt. Ich komme ja noch interessante Befreiungsaktionen zwischendurch. Und falls nicht, habe ich wenigstens einen schönen Ausblick. Da ist Flucht. Da kommt er. Da ist der Gegner. Und damit dürfte er befreit sein. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ist eine Verletzung? Ja, genau. Fangen wir an zu schlittern. Hey, da war! Halt! Vielen Dank! Oh, okay. Ja, man ist schon im Bereich, was? Ja.
Komm ich auch. Pas d'ouverture, il est trop rapide. So, ich muss jetzt ihn auf Triathlon wieder. Und soll R drücken, damit ich die. Hilf uns! Da oben muss ich ihn hinbringen. Die dürfen mich nicht finden. Ja, keine Angst. Ich bringe mich jetzt wohin, wo mich keiner findet. Hoffe ich. Oder doch. Ich kann euch nicht genug sein. Ja, dann bis später. Oh, da kommen noch drei. Die sich nicht abschrecken lassen. Naja, wenn die noch so wollen. Oh, ich bin noch kein bisschen kaputt. Obwohl ich ein bisschen das draufhauen ein bisschen komisch finde. Ich danke euch. Du hättest das gleiche gesagt. Alle her. Hat ein Ausrufezeichen, aber erstmal will ich ihn hier in Sicherheit bringen. Gott. Hilf uns. Ja, drücke R, um einen sicheren Bereich zu sehen. Ja. Vielen Dank. Hi, hier. Gott, rette mich. Unsere Arbeit ist noch nicht beendet, aber danke. Gern geschehen. Oh, gerne. So, ich habe, glaube ich, genug befreit, rekrutiert und so. Wie weit ist das Ausrufezeichen entfernt? Ist da jetzt eigentlich hier Aussichtspunkt? Egal. Irgendwas bringt mich da in das Hauptmission. Okay, ich geh jetzt erstmal hier. Weil ich nämlich schon auf dem Weg bin, dann gehe ich doch mal in die Nebenmission, werde dieses Örtchen hier befreien. Erwarte, dass hier um die Ecke gleich jemand auftaucht und mich hauen will. Ja, mehr oder weniger. Hallo. So, auf der nächsten Plantage. Des Nachts. Drücken Sie Tab. Okay. Schnellreise haben wir hier also auch. Ich glaube, es wäre lustig. Wenn die Glocken vorher schon ausgegangen wären.
Überraschung. Ach. Das ist praktisch. Wäre natürlich geiler, wenn... Markieren? Genau. Ich fände natürlich geiler, wenn sie danach explodieren würden, aber das kann ich ja jetzt nochmal sehen. Vielleicht dreht er jetzt durch, haut auf alles, was sich bewegt. Wahrscheinlich auch welche, die ich noch nicht gesehen habe. Dann mache ich nämlich dasselbe auch mit dem da. Ich muss die Schlüssel zu den Sklaven verschieben finden. Und ja, da. Okay, da sind noch zwei. Kriegt er das ab? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch die anderen beiden da drüben kommt. Da hinten sind welche. Geh zu denen, mach die fertig. Ja, richtige Richtung. Gut, sie haben ihn fertig gemacht. Auch recht. Auch recht. Alles Ding erledigt. Und hier bimmelt wieder was. Gut. Den sabotiere ich. Wie eine Bimmel weniger. Und hier war noch irgendwo einer. Oder auch nicht. Hast du nicht mitgekriegt, oder? Egal, ich mach's so. Wo kommt ihr denn her, gespawnt? Ich kann ja gleich mit Adler Auge gucken, das Ziel zu finden.
Erstmal wollte ich hier hochklettern. Und dann hier oben den Aussichtspunkt zu synchronisieren. Was immer noch super funktioniert. Ach, ist das eine schöne Aussicht. Wo ich gerade hier bin, muss ich jetzt den Schlüssel trinken. Da ist das große Herrenhaus. Das war der Leap of Faith. Ja gut. Du hast gebimmelt. Ich weiß immer noch nicht, wer der Fackelträger ist, wollte ich mal sagen. Ja. Schlüsselträger. Ja, da. Alles klar. Aus. Ach ja, da kommt der nächste. Das alles nur, damit ich ihn hier erledigen kann. Ja, no. Schlüssel. Und das ist, glaube ich, der einzige, den ich bis jetzt durchsucht habe. Das mit dem Tod aus der Luft kann er auch kümmern. Gut, dann werde ich jetzt die Leute rausholen, damit ich da auch schon mal neue Rekruten habe oder so. Eins. Bleibt hier, es sind noch einige Wachen auf unserem Weg. Ich hab schon wieder vergessen, wie was da stand. Bleibt hier. Es müssen noch ein paar Wachen erledigt werden. Kleiner Tipp, da ist keiner drin. Was für Wachen? Wo ist die Hütte? Ich will noch ein paar Wachen. Ich sehe keine. Ja, das ist die dritte Hütte. Wer eine Tür öffnen kann. Los, seid vorsichtig und gebt Acht auf die Wachen.
Rechte Sklaven, plus 30. Hightech Maroons, auch plus 30. Gut, Schnellreise hattest du mir angekündigt, gibt es? Mit denen ich mir schnell bereits besuchte Orte. Ja? Ah, Schnellreise. Okay. Ja, dann sind wir wieder im Ladebildschirm. Assassin's Creed Freedom Cry. Ich mag das Spiel irgendwie, obwohl es anders ist als die anderen, die ich kenne. Naja, es ist ja auch ein DLC eigentlich. Also, eigentlich sind es hinzugefügte Maps, aber hier ist eine Standalone-Version geworden von dem Grundspiel Assassin's Creed 4 Black Flag. Ein Teil, den ich noch nicht gespielt habe.